Hallo Leute, es ist ein Weilchen her seit der letzten Folge Factorio und ich habe versucht herauszufinden, was wird denn unser neues Projekt sein. Und hier könnt ihr ein mögliches Endprodukt sehen. Wir spielen in der nächsten Folge mit Mods, insbesondere Warptorio. Wo wir, wenn wir die Karte anschauen und die Verschmutzung, sehen wir unsere Base hier, die etwas anders aussieht als gewohnt. Die produziert ordentlich Verschmutzung und das haben die Aliens natürlich nicht gern. Und was auch der Fall ist, wir müssen immer wieder von Welt zu Welt springen oder warpen, weil so wie wir hier in die ganze Misere gekommen sind, das war ein Experiment mit unserem Warp-Reaktor und das ging schief. Und so springen wir zumindest am Anfang alle 20 Minuten von Karte zu Karte und müssen uns dann so durch den ganzen Ablauf durchhangeln. Wenn wir den Technologiebaum anschauen, das ist im Wesentlichen immer noch sehr vanilla. Wir haben hier dann überall noch zusätzliche Technologien und Forschungen, die eigentlich, die eben mit Warptorio kommen. Zum einen hier, um die Plattform zu vergrößern, die wir, mit der wir von Welt zu Welt springen. Aber dann haben wir hier auch einen Teleporter, wo wir zu einer Außenstelle kommen können. Und wir haben verschiedene Kellerabteile. Und die sind natürlich initial auch nicht so groß. Also hier müssen wir auch ausbauen. Das spricht jedenfalls für viel Spannung. Und was ich hier gespielt habe, ist die schwierige Variante, welche nicht empfohlen wird, wenn man alleine unterwegs ist. Und ich kann das nur bezeugen. Drum werden wir mit einer einfachen Variante reinstarten und wahrscheinlich auch die Settings ein bisschen anpassen, so dass wir nicht die ganze Zeit von Aliens überrennt werden. Ich denke, wir werden so in etwa pro Folge eine Welt machen. Und weil je länger oder je weiter wir fortschreiten, umso länger können wir in der Welt bleiben. Das heißt, die Episoden werden tendenziell etwas länger, je höher die Folgennummer geht. Aber ich denke, dazwischen, das wird auch sehr viel Grind sein, einfach zum Fortschritt machen. Da werde ich dann auch mal was rausschneiden, so dass die Folgen kürzer werden. Und hier könnt ihr sehen, wir sind bereits 400 Minuten auf dieser Welt und es lässt sich immer noch gut aushalten. Gut, das heißt aber auch, dass es wahrscheinlich nicht reicht für tägliche Folgen oder jeden zweiten Tag, weil wenn ich das Ganze noch zusammenschneiden muss, das braucht ein bisschen mehr Zeit. Also dann, ich hoffe, es geht bald los mit der ersten Folge.
Ich sehe euch dann. Tschüss!